Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Storyteller. Und ja, ich habe es geschafft. Es war eigentlich ganz simpel. Ach Mensch, ich habe trotzdem noch ewig gebraucht tatsächlich. Also musste noch eine ganze Weile hin und her probieren. Habe dann teilweise auch einfach nur noch reingezogen und geschaut, was passiert. Und irgendwann bin ich dann doch noch auf die Lösung gekommen. Es ist eigentlich super simpel. Ah, wir haben also die liebe Lenora und Bernard sind glücklich verliebt und heiraten. Und naja, Edgar kommt leider zu spät, seine Liebe ist schon weg. Naja, die gute Lenora jedoch stirbt und der gute Bernard ist ganz allein. Doch Bernard findet erneut sein Glück mit Isobel und Edgar kommt erneut zu spät. Auch Isobel ist bereits vergeben. Und auch Bernard ist vergeben, das wäre so seine zweite Option gewesen, aber nein. Leider fanden beide ihr Glück und der arme Edgar ist allein. Ja, das ist die Geschichte. Ah, schön. Ich mag das sehr. Ich finde das so cool. Ich nehme das jetzt direkt in Folge natürlich auf, weil ich weiter geknobelt habe und überlegt habe, wie das hier geht. Und jetzt wollte ich es euch natürlich auch direkt zeigen. Ja, deswegen weiß ich noch nicht, was ihr zu dem Spiel sagt, aber ich hoffe, ihr habt so viel Freude dabei wie ich. Spouses find comfort. Überlebende Partner finden Trost. Geschichten können wenige Bilder enthalten. Okay, also überlebende Partner. Dann schauen wir doch mal. Sagen wir doch mal Edgar und Bernard. Achso, die kennen sie noch nicht. Moment. So, erstmal. Edgar heiratet Lenora, Bernard, Isobel. Doch leider ist ihr Glück nicht von Dauer. Bernard verliert die gute Isobel. Und Lenora verliert den lieben Edgar. Ah, doch. Oh je. Wir haben die gute Lenora, die jetzt trauert, findet Bernard. Ja, gut, das war einfach. Geschichten können weniger Bilder enthalten. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, ehrlich gesagt. Also, wir brauchen ja schon zweimal Pärchen, zweimal tot. So. Achso, warte mal. Was ist hiermit? War gut. Kann ich trotzdem das so nehmen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Nicht? Oder? Ich glaube ja. Wisst ihr was? Und im Totenreich finden sich der gute Edgar und die Isobel. Oh, hier. Da. Das ist doch toll. Sehr schön. Alles mit Krönchen geschafft und wir machen eine Seite weiter. Kapitel 3. Apparition. Erscheinungen. Die Offenbarung. Edgar shocks himself. Edgar schockiert sich selbst. Okay, also, der gute Edgar sieht sich wie jeden Tag im Spiegel an und ist erstaunt von dem Anblick, der sich ihm bietet. Doch, oh nein, er läuft gegen den Spiegel, gegen, als er sich einen Kuss geben möchte und verliert sein Gedächtnis. Daraufhin stirbt der gute Edgar. Nein, ich weiß auch nicht. Edgar schockiert, weil was? Warum? Ich weiß es nicht. Okay, Edgar schockiert sich selbst. Ah, warte mal. Anders vielleicht? Ist Edgar... Muss Edgar vorher sterben? Warte mal. Edgar Amnesie tot? Und dann? Geist im Spiegel? Nee. Schade, ich dachte, er erschreckt sich vielleicht, weil er sich... Sag mal, popelt der da? Nee. Okay, er weiß nicht, wer er ist genau. Okay, okay. Also, Edgar. Amnesie. Kann er Amnesie als Geist haben? Ich frage nur so. Oh! Tatsächlich. Also, der gute Edgar stirbt eines Tages und kehrt als Geist zurück, da er noch etwas zu erledigen hat. Er muss unbedingt noch in seinen Spiegel schauen. Doch Edgar weiß gar nicht mehr genau, wer er eigentlich ist und was passiert ist und warum er keine Beine hat. Ach doch, er hat Beine. Naja, aber warum er in der Luft schweben kann. Edgar fliegt nach Hause, um sich in seinem Spiegel zu betrachten und sieht, dass er ein Geist ist. Ja. Eine Weihnachtsgeschichte. So. Heartbroken spouses are reunited. Ja, im Herzen gebrochene Partner wieder vereint. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob OBS auch aufnimmt. Okay, sehr gut. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich vergessen habe, wieder auf die Aufnahmetaste zu drücken. Also, Partner sollen wieder vereint werden. Das ist ja schön.
So, der liebe Edgar und die Eleonora finden ihr Glück zusammen. Ah, doch leider stirbt Edgar. Und Lenora leidet an gebrochenem Herzen. Jedoch wird der gute Edgar wiederbelebt. Warum haben wir so viele Bilder? Und die beiden kommen wieder zusammen, aber wahrscheinlich jetzt noch nicht. Okay, Moment. Da fehlt noch was. Vielleicht. Warte mal, schauen wir mal hier hin. Der gute Edgar kehrt als Geist zurück. Doch das hier fällt der Dame nicht. Herzengebrochene Partner wieder vereinen. Können die beide im Herzen gebrochen? Ach so, Edgar hat noch kein gebrochenes Herz. Das is it. So, Edgar wiederbelebt. Probieren wir mal. Edgar wiederbelebt. Doch, leider sind viele Jahre vergangen. Und jetzt ist leider, wie er bemerkt, die liebste Eleonora bereits tot. Doch, auch Eleonora wird wiederbelebt. Mensch, wer hat's geahnt? Und die beiden leben glücklich von nun an wieder zusammen. Oh, im Jenseits. Verdammt. Jetzt müssen sie im Jenseits vereint werden. Ah. Okay. Also, nicht wiederbelebt. Tschüss. Kannst du vergessen? Aber gebrochen. Doch, die Herzen müssen trotzdem gebrochen werden. Also, ich glaube, das schließt sich nicht aus. Also. Jetzt muss aber... Warte. Liebe. Trauer. Wieder da. Oh. Das heißt, die wird ja nicht wiederbelebt. Edgar tot. Die. Oh. Ha. Ha. Also, der gute Edgar und die Lenora finden zusammen und heiraten. Doch das junge Glück hält nicht lang an. Edgar verstirbt bei einem Unfall mit der Pferdekutsche. Er kam leider unter das Pferd. So, doch Edgar wird wiederbelebt von einer netten alten Hexe. Edgar erfährt jedoch, dass dies 50 Jahre später passiert und Lenora bereits verstorben ist an Gicht. Die liebe Lenora kehrt jedoch als Geist zurück. Doch ist Edgar in der Zeit bereits an gebrochenem Herzen verstorben. Sie kehrt zurück ins Reich der Unterwelt und findet dort Edgar als Geist. Und endlich sind die beiden wieder glücklich vereint. Heartbreak for everyone. Herzschmerz für alle. Oh. Ja, das ist aber traurig. Also, wir haben eine schöne Hochzeit. Und jetzt, warte. Edgar tot. Lenora lebt noch. Lenora findet Bernard. Moment. Bernard. Jetzt. Herzschmerz. Es muss jeder mal leiden, ne? Sehe ich das richtig? Also, leider auch hier. Tot. Wiederkommt. Tut. Moment. Da kommt jetzt jemand wieder. Warte mal, wenn ich das mache, dann ist doof, weil dann lieben die sich nachher. Nee, das will ich nicht. Also. Liebe zwischen Edgar und Lenora. Langsam kann ich mir den Namen merken. Lenora jedoch bleibt allein zurück. Edgar verstirbt. Sie findet jemand Neues. Also sie hatte einmal Herzschmerz. Sie findet wen Neues. Stirbt. Herzschmerz. Jetzt müsste... Der Einzige, der noch keinen Herzschmerz hatte, ist er. Das heißt, wir schieben alles einmal nach hinten. So. Wir müssen nämlich vorher schon dafür sorgen, dass der hier alleine ist. Warte. Oh. Nee. Moment. Zu viel. Stopp. Dididim. Also, die beiden. Bernard müsste... Ja, eigentlich müsste... Er... Nee, warte mal. Er muss ja nur... Ah, nein. Nein. Das wollte ich gar nicht wegmachen. Verdammt. Warte. Er müsste jetzt... wen... Wer hat jetzt keinen Herzschmerz? Bernard hat momentan keinen Herzschmerz. Bernard? Warte mal. Ich muss das nochmal ein bisschen anders hier aufziehen. Also, Liebe? Abgewiesen? Jetzt bräuchten wir, glaube ich, den Tod. Aber mit Bernard? So, jetzt kann...
klappt das wieder da. Jetzt müsste aber er mit... Ach, es geht nicht mehr. Er liebt ihn immer noch. Okay. Also auch nach Wiederbelebung ist immer noch die Liebe da. Das heißt, warte mal. Er hat Herzschmerzen. Doch, das funktioniert. Warte. Bernard und Dot. Oh, ich wollte eigentlich noch... Warte. Da. Hi. Mit Happy End. Das geht zum Glück. Also... Der liebe Edgar und Bernard verlieben sich unsterblich ineinander, doch auch die gute Lenora war in Bernard verliebt. Leider wurde sie von ihm abgewiesen. Eines Tages starb Edgar und Bernard war verzweifelt und traurig. Doch Edgar kehrte zurück, stellte aber fest, dass Bernard bereits verstorben war. Wer jedoch noch da war, war die gute Lenora. Und im Laufe der Zeit entwickelte sich mehr als nur Freundschaft zwischen den beiden. Old heartbroken dog dies happy. Was? Alter trauriger Hund stirbt glücklich. Liebe ist das Ding, ja? Okay, also. Zeit, was ist das denn? Zeit vergeht, ne? Ach, weil der alt sein muss, verstehe. Also, eines Tages trifft Edgar auf einen süßen kleinen Hund. Und sofort, ja, ist die Liebe da. Also, die. Zwischen Herrchen und Hündchen natürlich nicht. Nicht, was ihr denkt. Ja, doch leider. Nee, warte. Wir verbringen viel Zeit miteinander. Muss jemand rein? Nee. Und dann, warte mal. Der muss wiederkommen, ne? Ja, dann stirbt leider Edgar. Der alte Hund ist sehr traurig. Doch... Edgar wird wiederbelebt. Und Hund und Edgar treffen sich wieder. Okay, zu früh. Warte. Eins fehlt hier noch. Warte. Alter, trauriger Hund. Ach ja, der Hund muss sterben, Entschuldigung. So. Also. Eines Tages trifft Edgar auf einen kleinen, niedlichen Hund, der scheinbar niemandem gehört. Er nimmt ihn bei sich auf und über die Jahre hinweg werden sie beste Freunde. Doch leider stirbt Edgar eines Tages in hohem Alter und der arme, alte Hund bleibt zurück. Doch Edgar wird wiederbelebt, um für seinen alten Freund da zu sein. Und die beiden sind wieder so glücklich miteinander wie am ersten Tag. Und irgendwann... stirbt der kleine Hund, jedoch glücklich und zufrieden im Hause seines geliebten Herrchens. Sehr schön. Kapitel 4. The Cellar. Der Keller. Gift. Lenora drinks poison. Lenora trinkt Gift. So, Edgar und Bernard sind glücklich, verliebt. Woraufhin? Nein, das interessiert sie nicht. Okay. Warte. Nö. Dann so. Nee, andersrum natürlich. So, und jetzt trinkt sie Gift. Ja. Also, Lenora und Edgar sind unsterblich ineinander verliebt. Doch eines Tages stirbt Edgar. Lenora kann es nicht ertragen. Und weil sie bei ihrem Liebsten sein möchte, trinkt sie Gift. Double Poison. Doppeltes Gift. Romy und Julia. Sehr schön. Also, Lenora und Edgar verlieben sich. Doch leider stirbt Edgar und Lenora ist alleine. Lenora trinkt daraufhin Gift. Doch leider, was sie nicht weiß, ist, dass Edgar wiederbelebt wird. Edgar findet die tote Lenora auf und nimmt ebenfalls Gift. Das war die Geschichte. No. Isabel is haunted by her husband. Isabel wird von ihrem Mann heimgesucht. Okay, wow. Okay, ich sehe schon. Interessant. Warte mal, was haben wir da? Wein. Kämpfen. Okay, also. Die liebe Isabel und der Edgar heiraten. Okay. Doch dann gibt es nur noch Streit zwischen den beiden. Wie passt der Wein da rein? Ah, ich verstehe. So, eines Tages
Nö. Sie will ihn vergiften. Er trinkt den vergifteten Wein. Warte, warte, warte. Das geht nicht. So. Okay. Was ist das da? Weiß ich nicht. Also, die gute Isabel und der liebe Edgar verlieben sich sehr jung. Und leider ist ihre Ehe nicht immer so positiv. Sie streiten sich und zwar immer vermehrter, immer heftiger. Eines Tages hält es Isabel einfach nicht mehr aus und greift zu einer Flasche Gift, die sie Edgar verabreicht, als sie ihm sein abendliches Glas Wein bringt. Das ist übrigens auch der Grund, warum sie sich immer gestritten haben, da Edgar mittlerweile ein extremer Alkoholiker ist. Ja, doch Edgar stirbt durch den vergifteten Wein und Isabel kann endlich selbst den Wein genießen, denn eigentlich hat sie nur gestört, dass der ganze Wein immer leer gesoffen war, den sie selber trinken wollte. Ja, doch, der gute Edgar kehrt als Geist zurück und jagt ihr einen Heidenschrecken ein und trinkt danach den Wein. Ende. Murder of Jealousy. Isabel begeht ein Verbrechen. Das hast du ja gerade schon. Aber gut. So, der gute Edgar und die Lenora lieben sich. Doch leider weiß die liebe Lenora gar nicht, dass Isabel auch auf sie stand und jetzt sehr sauer ist. So, daraufhin holt Isabel etwas Gift, das sie der guten Lenora verabreicht. Und dann kreizt sie sich einfach Edgar. Nee, das macht sie nicht. Warte mal, warte. Wir spinnen das mal weiter. Nee. Nee, das funktioniert nicht. Hier können wir nur eine mal reinsetzen, ne? Das klappt leider nicht. Oh, okay. Wisst ihr was? Was war hier? Das funktioniert nicht. Okay. Ich lass mal so. Achso, aber alle sind dem Untergang geweiht. Oh, 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 oh. Alle dem Untergang geweiht. Wieso? Wie kriege ich alle hin? Warte mal. Also, Liebe. Mäh. Sie greift zum Gift, vergiftet sie. Vergiftet auch sich. Und er trinkt auch Gift? Ja. Okay. Also, der liebe Edgar und die Lenora verlieben sich. Doch, was sie nicht wissen, ist, dass Isabel sehr sauer darauf ist, dass sie immer schon in Lenora verliebt war. Also greift Isabel zu Gift. Sie will eigentlich Edgar vergiften, doch erwischt leider die liebe Lenora, die den Wein zuerst trinkt. Daraufhin trinkt sie selbst Gift, weil sie nicht damit leben kann, dass sie die liebe Lenora vergiftet und getötet hat. Auch Edgar kann das Ganze nicht verwinden. Ja, gibt sich selbst die Schuld daran, weil er nicht den Wein getrunken hat und trinkt ebenfalls Gift. No. Ja. Oh, hier haben wir was. Oh je, hier haben wir den Punkt nicht gemacht. Double was? Poison. Oh, jemand trinkt zweimal Gift. Oh, das haben wir nicht hinbekommen. Oh, oh, oh. Na, das geht nicht. Warte mal, warte mal. Wie kriegen wir das hin? Zweimal. Ich dachte, dadurch, dass die und die Gift trinken, ist es schon erfüllt. Das habe ich nicht mitbekommen hier. Also, theoretisch müsste er... Ja, ich sehe schon. Warte mal. Ah, kein Grund. Aha. Jetzt muss schon Grund da sein. Da müsste sie wiederbelebt werden. Warte mal. Müsste wiederbelebt werden. Warte mal. Traurig. Trinkt Gift. Wiederbelebt. Später. Er müsste vorher schon aus irgendeinem Grund Gift trinken, aber warum sollte er? Na, macht keinen Sinn. Sie würde es jetzt natürlich... Doch. Aber warum noch? Achso, weil sie nochmal traurig... Oh Gott. Oh nein. So, wir retten das wieder. Okay. Die neue Geschichte bei Doppeltes Gift. Edgar und Lenora verlieben sich unsterblich, doch Edgar stirbt in hohem... Nee, in mittleren Jahren. Lenora ist so traurig, dass sie ihr Leben nicht mehr zusammen verbringen können, dass sie Gift trinkt und... Leider jedoch wird sie aufgrund eines Fluches wiederbelebt. Sie trinkt erneut Gift, weil sie noch immer den Verlust von Edgar nicht ertragen kann.
und im Totenreich sind sie schließlich zusammen. Gut, jetzt bin ich glücklich damit. Ja, geschafft. Gut, Leute, dann würde ich sagen, Kapitel 5 gucken wir uns in der nächsten Folge an. Komm, scheiß auf angezockt, wir machen jetzt Play. Ich finde das so toll. Ich will weitermachen. Ich denke auch nicht, dass das ewig geht. Wahrscheinlich ist das hier schon eher ein kürzeres Spiel, denke ich mal. Vielleicht irre ich mich auch und es sind 100 Kapitel. Dann tut es mir jetzt schon leid. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bye.